Heute ist mal wieder Willingen dran. Das Wetter ist richtig toll. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Die Sonne kommt ab und zu raus. Perfektes Wetter zum Biken. Ja, auf geht's. Tatsächlich mal komplett ohne Akku, da ich ja mit dem Lift überall hochfahre, spare ich mir doch mal die 3,8 Kilo und das ist schon echt krass, wie fluffig dieses Fahrrad fährt. Die sind so flowig, ey, das ist total klasse. Und das Fahrrad ist so leicht. Wiegt jetzt ohne den Akku gut 20 Kilo.
Die Wurzelpassagen sind ja mal richtig cool. Was das ausmacht, ohne Akku zu fahren. Fast 4 Kilo weniger Gewicht am Fahrrad. Für den Bikepark absolut perfekt. Auch wenn jetzt der Akku raus ist und das Fahrrad tatsächlich fast vier Kilo weniger wiegt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Enduro-Line doch etwas schwerfällig wird. Egal, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Bis gleich. Da bin ich schon wieder. Thank you.
Ja, das Stück ist jetzt natürlich ein bisschen doof ohne Motor. Aber geht. Hier ist am besten ein hohes Tretlager zu haben. Na du? Ich habe schon keine Kraft mehr. Jetzt weiß ich mal, wie sich die Biobiker fühlen. Vielleicht ist es verrückt. Thank you.
auch cool. Oh, je später der Tag, umso weniger die Christi. Hat sich auch. Auf jeden Fall ganz schön anstrengend, ohne Motorunterstützung zu fahren. Aber geht. Im Großen und Ganzen geht die Enduro-Strecke ja auch nur bergunter. Ganz hohe. Abwarten, das schlaucht schon ganz gut.